Willkommen zurück, Leute, zum Blog. Wie immer, donnerstags wieder. Und geradezu lustig, weil wir gerade tanken. Und da war einfach ein alter Opa, ne? Ich fahre so an die Hauptstraße ran, alter Opa läuft drüber. Er guckt so runter aufs Auto, so auf die Automarke, also aufs Zeichen. Er läuft weiter, er guckt nochmal so zurück, locker dachte ich so, Bruder, was ist das? Das kann doch kein Nissan sein. Dann er läuft weiter, dreht sich wieder um. Ich denke mir so, Junge, was ist denn hier los? Er konnte es aber nicht glauben. Nissans können besser aussehen, als du denkst. Nee, jedenfalls heute kümmern wir uns um Stellen wie diese. So, Freunde, wir sind wieder zurück und jetzt machen wir uns an die Arbeit. Wie ich schon gezeigt habe, die Interieurparts kommen raus, die Zierleisten, und dafür habe ich eine Carbonfolie gekauft. Ja, ich weiß, die Billigvariante, aber damit kriegen wir das meiste hin, deswegen, die Carbonfolie ist eine 5D-Variante. Ich zeige euch die gleich nochmal. Das heißt, die sieht nicht so schlimm aus wie die alten Carbonfolie, die ihr alle im Kopf habt, die so vor 5 Jahren immer so innen waren. Diese Matten, also es ist eine Glanzfolie. Deswegen, ich glaube, das wird ganz geil aussehen. Und ja. So, und weil wir das Airbag ausbauen, müssen wir erstmal die Stromzufuhr, also Batterie, abklemmen. Dann warten wir erstmal, bis die ganze Rechtsspannung weg ist. Das Airbag raushauen und dann kommen wir erst an die Metallverkleidung vom Lenkrad, die wir dann ausbauen werden. So, und dazu das kann eigentlich viele Gründe haben, warum das hier so blau ist, ne? Einerseits durch die Kälte, dass es jetzt Winter war oder dass es halt eine ältere Batterie ist. Andererseits kann es Oxidation sein oder dass einfach nur die Klemme hier für die Batterie verunreinigt ist und dann müsste man das wieder säubern mit einer Drahtbürste und wieder einölen. Dann müsste es eigentlich wieder funktionieren. Hier haben wir jetzt den Türmechanismus und hier sehen wir die Lüftung, den Lüftungsschacht, und an das Teil wollen wir ran, weil das Teil gleichzeitig der Türlauf, und wie ihr sehen könnt, der sieht nicht mehr so fresh aus, wie er mal aussah, deswegen, der kommt raus, deswegen bauen wir auch die ganze Tür ab. So, Freunde, wir haben jetzt eigentlich alle Teile, die ich fliehen wollte, ausgebaut, und wir haben jetzt auch dafür ungefähr dreiviertel Stunde gebraucht, und die Batterie habe ich ja schon vorne abgeklemmt, und jetzt ist ungefähr dreiviertel Stunde vergangen. Das Ding ist nur, die beiden Teile alles abschrauben muss, alles, wirklich alles. Und ich will es auch ordentlich machen, ich will es ja nicht nur so jetzt, ich könnte es theoretisch auch hier im Lenkrad verlieren, aber das würde nicht gut aussehen und das würde dann auch nicht gut halten. Deswegen machen wir es lieber ordentlich, damit es dann später auch hält. Kleiner Fehler passiert. Ich wusste nicht, dass man für den Airbag-Ausbau spezielle Torx-Schrauben braucht, weil da sind wie so eine Torx-Schraube und da ist ein Pin in der Mitte. Heißt, du bräuchtest in der Torx-Schraube noch ein Loch, um diesen Pin in das Loch einzuführen und rumzudrehen. Was ein Fail. Es funktioniert nicht. Und dann werden wir das Lenkrad nächstes Mal machen müssen. Mann, das nervt mich jetzt. Egal. Es geht weiter mit den anderen Teilen. Dann können wir jetzt sogar schon folieren und müssen nicht mehr ausbauen. Wie ihr sehen könnt, das ist so eine 5D-Folie. Ich glaube, da ist auch noch Sicherheitsfolie drauf. Deswegen spiegelt die so doll. Die ist halt nicht so wie damals, wie so eine 3D-Folie, die so matt ist, halt so glänzend. Deswegen sollte das alles ziemlich echt aussehen. Und hier haben wir die Teile, die wir benutzen werden, die wir folieren werden. Ja, die haben wir alle ausgebaut. Hier kann man eigentlich relativ gut sehen, dass der vom Beifahrersitz, der Handlauf eigentlich relativ in Ordnung ist. Also sieht es eigentlich ziemlich gut aus.
Gegensatz zum Fahrersitz, der halt schon richtig runtergekommen ist, weil der war halt mal genauso matt wie der hier und der glänzt schon und hier sind auch überall Kratzer drin. Ich habe überlegt, ob ich das mal runterschleife, aber ich lasse es einfach so und Folie drüber, weil ich glaube, die Folie ist dick genug, um die paar Kratzer hier wegzunehmen. So, Freunde, ich bin mega fertig. Ich habe, glaube ich, gerade hier 5 Stunden durchfoliert. Nur für so eine kleine Pissteile. Aber die sind halt so, man will es ja gut machen, damit es auch lange hält. Und jetzt kann ich sie endlich einbauen. Aber sie sehen mega aus. Ich zeige euch die mal gleich. Da sind die Teile. Ich habe extra drauf geachtet, weil ich bin so ein bisschen penibel. Beifahrer zeigt in die Richtung auch rein ins Auto, denn der Fahrerseite zeigt auch ins Auto die Carbonrichtung. Denn hier zum Beispiel in der Düse zeigt das Carbon auch in Düsenrichtung raus und bei der anderen genauso. Das sind die kleinen Details, Freunde. Darauf kommt es an. Auf die Details. Ich bin mega gespannt, wie es aussieht, wenn alles eingebaut ist, weil ich habe mir richtig Mühe gegeben, auch mit der Laufrichtung des Carbons. Wir schauen gleich. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres im Auto, als wenn du Carbon hast oder diese Carbon Nachrüstteile und dann gehen die Laufrichtung einmal in die Richtung und in die Richtung, dann sieht es aus wie Teller bunte Knete. Ne, das muss schon seine Ordnung haben. So, Freunde, es ist endlich fertig. Endlich. Es sieht so ultra krass aus. Weil ich bin halt so ein kleiner Carbon-Fetischist und ich habe extra darauf geachtet, dass halt die Carbonstreifen halt in die Richtung gehen, wie das Objekt zeigt. Also hier geht's gerade. Da fand ich's, hier an den Seiten fand ich es cooler, wenn das Carbon nach außen geht. Hier auch in Richtung. Und wenn dann das Lenkrad nächstes Mal rankommt, boah, das wird dann so krass aussehen, wenn das Lenkrad rankommt. Ich bin schon so gespannt. Ich musste nur noch diesen Intox besorgen. Aber ich freue mich schon so mega, weil ich finde jetzt schon im Innenraum so eine krasse Veränderung. Ich habe das erste Mal gemacht, erstmal foliert. Also so vor allem, ich habe ja auch den Grill und die Frontlippe foliert, aber ich meine jetzt von wegen foliert die ganzen kleinen Sachen und die ganzen Kurven und Oval oder zum Beispiel auch hier beim Schaltknopf, dass es so reingeht und dass man das dann so durchziehen muss. Also es war schon anstrengend, ich habe schon lange gebraucht, das sieht man ja, es ist jetzt dunkel, ich habe den ganzen Tag gebraucht hier, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, ich bin mega happy, mega stolz, macht mich richtig glücklich. Ich bin auch mega happy, wie es jetzt geworden ist. Fühlt sich auch mega geil an. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Heute mal ein längeres. Muss ja auch mal sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Oder auch, wenn ihr ganz lieb seid, ein Abo.
hilft mir sehr, freut mich immer. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und haut rein, Freunde, bis dann.